Diplom-Ingenieur Frank Krasinski, Vorsitzender des Bundesverbandes für Freie Kammern. Bitte schön. Ich darf als Ersten bitten, dem Herrn Krasinski ein kurzes Statement zu geben. Rechtsaufsicht in den Kammern. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich als Erstes, dass es uns gelungen ist, diese Veranstaltung von vor einem Jahr zum zweiten Mal heute durchführen zu können. Dafür nochmal recht herzlichen Dank an die Hiesige Kreishandwerkerschaft für Ihr Engagement und Ihr Beharrungsvermögen, so muss man das ja wirklich sagen. Und ich hoffe auch, dass die anderen angemeldeten Teilnehmer diese Mühen noch würdigen werden. Ja, Thema Rechtsaufsicht. Wir als Bundesverband für Freie Kammern beschäftigen uns ja nicht nur mit dem Thema Handwerkskammern, sondern mit dem Thema Kammern allgemein. Es gibt ja die Nationalkammer, Handwerkskammern, die berufsständischen Kammern. Wir haben also eine Fülle von Kammern mit verschiedener Grundlegung. Den meisten ist gemein, dass sie Pflichtmitgliedschaft haben. Wie ordnen wir dort die Rechtsaufsicht? In Organisationen, die der Zwangsmitgliedschaft unterliegen und deren demokratische Legitimation in aller Regel in Frage zu stellen ist, bei den Handwerkskammern haben wir ja die Situation, dass wir praktisch nicht strittige Wahlen haben, um es mal positiv zu formulieren, oder auch nicht wählen, dem Konstrukt der sogenannten Friedenswahl. Bei den Industrie- und Handelskammern haben wir die Situation, dass wir eine sehr geringe Wahlbeteiligung von durchschnittlich 10-12% haben. Man könnte auch sagen, von Wahlverweigerung reden. Das heißt, in solchen Organisationen, die also grundgelegt sind als Zwangsorganisation mit praktisch fehlender demokratischer Legitimation, betrachten wir die Rechtsaufsicht als eine der Gegengewichte für die Zwangsmitgliedschaft zur Einhaltung von Recht und Gesetz und sachgerechten Handeln für die Zwangsmitglieder. Leider müssen wir konstatieren, dass bei Aufgriff von Missständen sich diese Rechtsaufsicht oft genug als zahnloser Tiger erweist. Wir greifen das ja in unserem aktuellen Kammerbericht, der auch ausliegt, auf. Und bei den wenigen, leider wenigen Prüfen, die die Landesrechnungshöfe durchführen, konstatieren selbst diese, dass die Rechtsaufsicht also schwerwiegende Mängel hat, die im Teil die dort aufgegriffenen Verstöße unter anderem ermöglicht bzw. nicht verhindert hat. Für das einzelne Mitglied ist das Nicht-Funktionieren der Rechtsaufsicht als Gegengewicht insofern ein Problem, dass als Alternative aufgeführt wird, unter anderem von Professor Dr. Kluth, dem Direktor des Instituts für Kammerrecht, ich sage mal der juristischen Lobbyorganisation der Kammer, dass das ja alles gar kein Problem wäre. Das einzelne Mitglied könnte ja klagen. Überhaupt kein Problem. Jeder, der jemals versucht hat, in welcher Sache auch immer zu klagen, weiß, dass das ein Scheinargument ist. Klagen kostet genau die Dinge, die ein Unternehmer im Regelfall nicht hat oder versucht zu schonen, nämlich erstens Zeit und zweitens Geld. Und die Zeit ist auch deshalb ein Problem, nicht nur die in Anspruch genommen wird, sondern die Zeit, die es benötigt, überhaupt ein Urteil zu bekommen, dass die Dinge klärt, dauert viel zu lange, um das Problem als solches tatsächlich wirksam klären zu können. Beispiel andere Friedenswahlen, es macht keinen Sinn, eine Klage einzureichen, wenn die Wahlperiode bei Urteilsfindung bereits schon vorbei ist und das Urteil überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Dazu kommt natürlich, dass die Mitglieder einer übermächtigen Kammerorganisation gegenüberstehen, die solchen Klagen völlig gelassen entgegensehen können, weil sie mit im Verhältnis zu dem Zwangsmitglied unbegrenzten Geldmitteln, das Zwangsmitglied auch selber noch mit beigetragen hat, gegenübersteht. Das heißt also, hier besteht also auch keine Waffengleichheit. Und nicht zuletzt ist für uns die Fragestellung, ob eine Rechtsaufsicht, die ausgerechnet bei der Organisation, bei dem Organ einer Verwaltung angesiedelt ist, dass ein hohes Interesse an der Zusammenarbeit mit den Kammern hat, dass ein hohes gegenseitiges Interesse besteht, tatsächlich objektiv und tragfähig sein kann. Die Wirtschaftsministerien, wo es angesiedelt sind, benötigen die Kammern ja für bestimmte Dinge oder benutzen sie auch gerne. Und kann man nicht zu dem, den man, ich sage jetzt mal, Bitten äußert, oder von dem man was will, gleichzeitig im nächsten Augenblick mit der großen Keule objektiv gegenübertreten. Ich denke, das ist menschliche Erfahrung, das funktioniert nicht wirklich. Und nicht zuletzt haben wir dann noch das Thema der personellen Verquickung. Letztes Beispiel, der aktuelle Wirtschaftssenator von Hamburg war vorher Präsident der Handelskammer. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass er mit einem total objektiven Blick in Zukunft die Handelskammer betrachten wird und seinen ehemaligen Präsidiumskollegen dort im Interesse der Zwangsmitglieder auf die Finger schauen wird.
Und was die Handwerkskammer betrifft, Kai Krüger hat es ja schon gesagt, haben wir hier die besondere Situation, dass auch noch die Organisation, die auf Zwangsmitgliedschaft beruht, das Recht zur Rechtsaufsicht gegen die Organisation hat, die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruht, also die Arbeit an der Basis hat. Ich denke, das bringt nochmal besondere Konfliktpunkte und Probleme, die ja sicherlich auch Gegenstand der Diskussion sein werden. Vielen Dank und ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. Ja, danke schön.